destined to make tonight. Ja, Hallihallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tim Wieses Road to WrestleMania hier in WWE 2K15 auf Gametastical HD. Ihr seht hier schon anhand der TP und VC, ich habe noch mal ein bisschen was verbessert. Vielleicht werdet ihr das irgendwann mal demnächst sehen. Mal gucken. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Tim Wiese will einen größeren Anteil an der Show haben. Na, da habe ich diese Woche eine Überraschung für ihn. Ich weiß, dass ich alles schaffe, was du mir vorsetzt. Bäh. Ich gebe es nur ungern zu, aber du bist der Boss hier. Bäh. Ach so, das hatten wir schon mal. Ich hasse Überraschungen. Geh mir bloß aus dem Weg, Vicky Guerrero. Ach, nochmal Big Show. Den hatten wir ja doch schon letzte Woche. Aber gut. So ein paar Überraschungen. Bubs. Und diesmal will ich wirklich gewinnen. Das war nämlich Kacke. Letztes Mal. Ich will mal wieder Siege einfahren und nicht nur immer via DQ verlieren. Es wäre geil, wenn man seinen Gegner irgendwie so, wie soll ich sagen, so lange provozieren kann, bis er selbst zu DQ ansetzt. Oder wenn man das so Eddie Guerrero-like machen könnte, dass quasi, dass man quasi die DQ macht. Autsch. Dass man quasi selbst, also den Gegner mit einer Waffe angreift, aber er bekommt den DQ, weil wir den Ringrichter, der irgendwie blind war, davon überzeugen können, dass das der Gegner war. Das wäre cool. Autsch. So, raus hier. Und ihr seht schon, das verbraucht jetzt weniger Ausdauer. Das haben wir nämlich ein bisschen verbessert. Ey! Voll gemein. So nicht, Kumpel, so nicht. Das macht jetzt übrigens auch mehr Schaden, was wir hier jetzt draußen machen. Das habe ich auch verbessert. So. Bums. 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 Und. Die Powerbomb. Das kleine Kind freut sich. Nein, du bleibst hier. Bums. Ich mach's schnell. Keine Sorge, Big Show. Hup. Bums. Und. The End. Oh, wie er da liegt, ey. Ich glaube, ich habe ihm den Nacken gebrochen. Ja. Yeah. Sieg. Für Tim Wiese. Bums. Boah, wie er da liegt, ey. Das sieht so. Das sieht echt. Das sieht echt böse aus. Ich glaube, ich habe ihn ernsthaft verletzt. Da. I'm a Big Show. Here is your winner, Tim B. Set. Yeah. Sehr schön. I'm a Big Show. Klassiker, natürlich, natürlich, natürlich. So, Daniel Bryan immer noch Champion. Und es gibt wieder nichts auf dem Plan. Na, dann ein Titelverteidigungsmatch gegen Batista. Sehr geil. Gegen Batista sind wir, glaube ich, bisher einmal angetreten. Und das war im Zuge der Geschichte, wo wir dann zum Schluss gegen die Evolution ran sind. Wo wir unser Lieblings-Tag-Team wählen durften. War auch sehr cool. Da war so ein bisschen Nostalgie drinne. So. Die 1 gewonnen und die 2 gewinnen wir auch. Look at these two, jockey for position. Controlling the arm, the bad guy. So. Ja. Sieht sehr gut aus.
Batista sieht aber nicht gut aus irgendwie. Ich finde, das sieht ein bisschen seltsam aus. Das Gesicht sieht so ein bisschen komisch aus. Oh, oh. Au! Autsch! Hey! Das war aber... Ach, komm, Tim, jetzt jammer nicht wegen deiner Hand. Autsch. Ah, Reversal. Kopfstoß. Leg Drop. Yeah! Hopp! Zack! Ja, ich hole mir mal ein bisschen Hilfe durch die Turnbuckles. Da wollte ich ihn nicht hinhaben, aber ist auch okay, wenn er da liegt. Wenn er schon mal da ist. Dann bekommt er natürlich die Powerbomb. Wie geil wäre das denn jetzt, wenn Tim einfach diese Powerbomb auf die Stahltrippe machen würde. Das wäre doch episch. Au! Mistfink. Ha! Bams! Bams! Wieso gehen wir eigentlich in den Ring zurück? Das ist doch doof. So, jetzt zählt er zwar von neuem, aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. So. Up. Und der Backbreaker. So, jetzt müssen wir ihn mal ein bisschen beschäftigen hier. Trotz Finisher. Bums! Oh, oh. Alter! Das war die Erziehungsschelle. Der hat wehgetan. Nein! Oh, Draw! Wir konnten nur einen Draw rausholen heute. Das ist ja bitter. Das ist ja bitter. Aber ist auch cool, mal so ein Draw. Mag ich auch. Was? Ein durchschnittliches Match? Ey! Ich fand das Match geil, jetzt ehrlich gesagt. Also mir hat das Match gefallen. Sowas Blödes, ey. Naja. Daniel Bryan. Sag mal, kämpfen wir immer... Ja, da nicht. Aber fast immer kämpfen wir vorher gegen die Leute, die dann anschließend um den Titel antreten dürfen. Wieso dürfen wir nicht antreten? Oh, Biggie. Wieso dürfen wir nicht? Ah ja, gut, wir können wahrscheinlich nicht um den Titel antreten, weil wir ja selbst noch einen Titel halten, aber... Vielleicht wird's mal Zeit, dass wir den Titel verlieren. Oh, oh. Autsch! Oh, da gehe ich doch gleich mal. Nein! Alter, Biggie, was geht mit dir? Was geht mit Biggie? So, jetzt aber. Bams, so. Glaube ich, spinne ja. Das Kleinvieh will sich aufbäumen gegen den Meister. Zack. Hier geblieben. Nein! Tim? Ja, lass die Zeit. Eilt nicht. Boah. So, jetzt reicht's wieder. Jetzt war ja alles schön und lustig jetzt bisher. Aber jetzt machen wir hier mal ernst. Jetzt ziehen wir mal ernste Seiten auf hier. Das elendige Kleinvieh hier.
Struggling for control. Ernsthaft, wieso ist Big E plötzlich so stark? Den haben wir noch vor ein paar Wochen, haben wir den gesquasht, Freunde. Also Tim Wiese scheint schwächer geworden zu sein. So. Tim Wiese muss mehr trainieren. Ich sehe es schon kommen. Und ups. So. Und ich möchte heute mal was probieren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. So, jetzt versuchen wir erstmal das hier. Das klappt. Zack. Nein! Jetzt bekommen wir wieder die Haue. Haha, er hängt. So. Erstmal das hier. Zack. So, und jetzt will ich was probieren. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Nein! Tim! Jetzt steht er wieder da. Tim, du bist so blöd. Komm schon! Nee, weißt du was? Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Scheiße. Alter, jetzt bekommt ihr alles in den Arsch geschoben, oder was? Oh, Spinebuster, Alter. So, jetzt reicht's mir. Komm, steh auf. Komm, steh auf. Ach, weißt du was? Bitteschön. Ein paar Klopfer auf den Hintern. Ey, dieser gottverdammte Big E, was da los gewesen? Glanzlos. Das war ein gutes Match, Mann. Das war ein gutes Match. Nur weil keine Finisher drin waren. Das ist doch eine Frechheit. Naja, jetzt sind wir aber wirklich fast Top-Heel. Oh, Batista. Auch schön, Batista wurde auch berücksichtigt. Schön. Jetzt sind wir schon fast Top-Heel. Also es wird immer besser. Und ja, das soll es wieder gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.